Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Quantum Break. Das letzte Mal, ja, ist eigentlich nicht so viel passiert. Doch, wir sind auf jeden Fall, wir haben den CFR, ich denke mal, das war das zumindest ansatzweise gesehen. Zumindest haben wir die Stelle gesehen, in der Will damals die Maschine gebaut hat und wahrscheinlich für den ganzen Outbreak hier in Ground Zero und so verantwortlich war. Und jetzt gehen wir mal in dieses lustig, spontan aufgebaute Gebäude rein. Wie kribbelt meine Nase gerade? Aber nicht so nieserig kribbeln, sondern so anstrengend kribbeln. Kennt er? Weiß ich nicht. Ich glaube übrigens, sie sind Gegner. Ich glaube, ne? Ja. Und ein paar Daten. Und... Oh, Alter, Nase. Stop it, please. Ach ja, genau, der war ja da hinten. Ich erinnere. Ja. Hab sogar am Ende der Folge, glaube ich, noch erwähnt. So, hoffentlich vergesse ich das nicht. Paul. Chronon Syndrome. He'd had his powers much longer than me. What was the cause? Was I sick as well, or was it his time travel? I didn't know. It didn't make anything he'd done any less hateful. Fiona Miller. Ach, das war die auch aus dem... Aus der Episode. Okay, es geht noch. Fiona, ich teile deine Bedenken. Pauls Medikamente verlieren mehr und mehr ihre Wirkung und ich nehme an, dass der Ausbruch des Risses die Progressionsrate des Chronon-Syndroms exponentiell steigern wird. Ich habe versucht, einen zielgerichteten Ansatz zu nehmen, um eine dauerhafte Heilung für Pauls Krankheit zu finden, aber Martin Hedge hat alle notwendigen Ressourcen in unsere Technologieabteilung abgezogen. Ich fange an, sein Verhalten zu hinterfragen. Alle Versuche, die ich unternommen habe, um eine Heilung zu finden, sind bei Martin auf eine Wand abgeprallt. Nur so unter uns. Ich fange an, mich zu fragen, ob Martin Rob möchte, dass Paul geheilt wird. Ich habe Martins Vergangenheit angesehen. Er hat 2001 angefangen, bei Monarch zu arbeiten, aber ich konnte keine Aufzeichnung über seine Vergangenheit über Aspekte der Zeit davor finden. Es ist beinahe so, als ob er aus dem Nichts aufgetaucht wäre. Er war als einziger bei dem Unfall dabei, der Dr. Kims Leben gekostet hat. Oh, darüber wissen wir gar nichts. Ich möchte ja keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich frage mich, was er wirklich vorhat. Zu deiner Frage. Leider gibt es nichts von Wert in Dr. Kims Labor, außer Pauls Medikamente und vertrauliche Dateien. Die dir nicht bei deinen Nachforschungen helfen würden. Wir müssen einen anderen Weg finden, um ein Heilmittel zu entwickeln. Wir lesen das auch nochmal. Besteht die Möglichkeit, dass ich Zugang zu Dr. Kims Labor halte, um nach Dateien zu suchen, die uns bei unserer Forschung weiterhelfen könnten? Ich bin etwas besorgt über unseren langsamen Fortschritt bei der Entwicklung eines Heilmittels für Paul Serenes Chronon-Syndrom. Die Medikamente sind nur eine vorübergehende Lösung. Ich weiß, dass Dr. Kim vor seinem Tod kurz davor war, ein Heilmittel zu entdecken. Ich weiß, dass sie dieses Labor benutzen, um Paul Serene seine Medikamente zu verabreichen. Aber könnte ich mir vielleicht während der Gala heute Nacht ihre Schlüsselkarte borgen, um weitere Nachforschung anzustellen, während alle mit anderen Dingen beschäftigt sind? Nö. Okay. Ein Buch. Ah, The Sudden Stop, der letzte Alex Casey-Roman von Alan Wake. Diese Ausgabe ist vom Autor signiert und Emily Burke gewidmet. Okay, Emily scheint Alan Wake-Fan zu sein. Sowas aber auch. Gab es nicht in Alan Wake auch eine, die Emily hieß? Wahrscheinlich nicht Burke. Ich weiß es nicht mehr. Warte, kann man hier schön. Zack. Ja, Alex Casey. So war der Name. Hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. From the best-selling author Alan Wake. Ja, und wie gesagt, Alex Casey ist, die Geschichte von Alex Casey ist basically die Max Payne-Geschichte. Oha, richtig hier so eine Röhre, wie nennt man die nochmal, weiß ich nicht mehr. Okay. Weiter, Fragezeichen, aber wir haben hier noch eine Sache. Fiona, William Joyce ist tot. Unsere einzige Chance, die Sache aufzuhalten, ist Jack. Er kann uns zur Gegenmaßnahme führen, davon bin ich noch immer überzeugt. Serene hat Jack an der Universität vor mir erreicht. Serene hat Jack an der Universität vor mir erreicht. Es war zu gefährlich für mich, um etwas zu unternehmen. Er wird nach Ground Zero gebracht. Ich folge dem Konvoi und werde ihn retten, sobald sein Transport die Sicherheitskontrollpunkt passiert hat. Es wird nicht einfach werden, aber es ist möglicherweise unsere einzige Chance. Lenk Charlie Wincott ab, damit er sich nicht die Sicherheitsaufnahme ansieht. Ah, das war das in der Episode wahrscheinlich. Ansonsten, haben wir das denn gesehen irgendwie in den Aufzeichnungen, dass der Van dann woanders abgebogen ist? Ich weiß es nicht mehr. Ansonsten würde ich nicht lange unentdeckt bleiben. Muss meine Augen im Inneren sein. Ich finde auch, du solltest dich in Dr. Kims Labor umsehen. Lass mich wissen, was du findest. Ich weiß, es wird schwierig, Zugang dazu zu bekommen, aber durch die Gala heute Nacht hast du vielleicht eine Möglichkeit. Vielleicht kannst du Dr. Amaral's Schlüsselkarte stehlen. Schnoller macht sie selbstständig. Ich werde dich wieder kontaktieren, sobald ich drin bin. Okay.
Beth, es wird behauptet, dass sowohl William als auch Jack Joyce gefangen genommen wurden. Hast du William davor noch gesehen? Hat er dir gesagt, wo sich die Gegenmaßnahme befindet? Du sagtest, du könntest Jack da rausholen. Was ist passiert? Hier gibt es eine interessante Entwicklung. Während das Team mit der Operation an der Universität beschäftigt war, konnte ich einige alte E-Mails zwischen Paul Serino und Dr. Kim durchgehen. Der Inhalt der Nachrichten ist sehr kryptisch, aber bevor Kim gestorben ist, hat er einige Tests an seinem Labor durchgeführt. Und Williams Forschung und ein Gerät, das damit in Verbindung steht, hatten etwas mit dem zu tun, was er dort getan hat. Mann! Mit meiner Nase los heute, ey. Hat er etwas von der Gegenmaßnahme gewusst? Ich denke, ich muss irgendwie in Dr. Kims Labor kommen und mehr herausfinden. Aber seit seinem Tod ist der Zugang beschränkt. Wir haben aber keine große Wahl. Falls Jack und William gefangen genommen wurden, könnte das Labor unsere einzige verbliebene Spur sein. Ich weiß nur nicht genau, wie ich das anstellen soll. Ich kann sicher nicht einfach jemanden fragen, ob er mich reinlässt. Ober mich reinlässt. Ober er mich reinlässt, stand da sogar. Oh boy. Okay, das heißt, die arbeitet quasi auch gegen Monarch eigentlich und für uns. Sie arbeitet für uns, nee, wisst was ich meine. Ebenfalls desertiert. Na denn. Haben wir noch eine Vertrauensperson auf jeden Fall. Ich bin jetzt immer noch nicht so ganz sicher, was wir jetzt eigentlich gerade tun wollen. Ich meine, wir gehen ja eigentlich zu Ground Zero und beziehungsweise wir waren ja eigentlich schon in Ground Zero, ne? Und da haben wir jetzt ja Williams Gerätschaft gefunden. Aber da wollte uns ja Monarch sowieso hinbringen, glaube ich, warum auch immer. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum wir jetzt hier selber hingerannt sind. Aber vielleicht habe ich auch irgendwann nicht verstanden. Ach, warte mal, jetzt kann ich mir eben das Ding hier hinholen. Hehe. Ich weiß es nicht so genau. Naja. Muss ich nochmal hier... Hey, warum darf ich den jetzt nicht einsammeln? Was ist das denn? Ich glaube nicht, dass es so sein soll. Boah, leckt das hier rum. Hilfe. Ich brauche nur eine Aufnahme. Navalny. Ich mach mal das. Vielleicht ist es ein Bug oder so. Boah, tut mir leid, ich weiß nicht, was meine Nase gerade tut. Ach, die sind natürlich auch wieder da. Boah, das war die schlechteste Zeit-Dings, die ich je benutzt habe. Egal. Something wrong with Paul. Cronon Syndrome. He'd had his powers much longer than me. What was the cause? Was I sick as well, or was it his time travel? I didn't know. Ich glaube, es hat die bleiben gespeichert, aber ich guck's mir jetzt trotzdem an. Make anything you've done any less hateful. Lasset mich durch. Wenn es immer noch nicht geht, dann keine Ahnung, was das sein soll. Ob es irgendwie ein Bug ist oder so? Sieht nicht gut aus. Bin ich gerade doof. Mache es hier gerade falsch. Habe ich immer irgendwas anders gemacht. Ich muss doch dann eigentlich Y drücken, wenn ich dann in der Nähe bin. Ah. Kann ich nachladen? Ist das Spiel gerade irgendwie kaputt oder so? Ah. Ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Sonst habe ich ja nicht viel Wahl hier. Ah. Ich bin wieder ein bisschen auf den Sack, muss ich tatsächlich sagen. Aber naja. Yeah. Jack, you have to understand that Will forced my hand. What the hell happened to you? There's no use fighting. You killed him! I'll explain when the time is right. You'll meet me tonight at the Monarch Gala. Gala? Time's ending and you're having a fucking party. Because when time ends, my plan... We do this now. I'm not meeting you... Yes, you are. I've already seen it happen. Seen what? What's this all for? Goodbye, Jack. No! Er weiß schon, dass ich erscheinen werde. Aber er kann irgendwie scheinbar auch in die Zukunft gucken. Wilde Sache.
Oh, wieder so wie Text. Limburg-Status. Clarice Ogawa. Ja, wie gesagt, ne, das war doch die, die wir auch in der Besprechung immer hören. Ja. Es ist ein bisschen zu viel zu lesen gerade, tut mir leid. Aber ich lasse es einmal durchrattern hier. I mean, wenn ich das jetzt lesen würde, würde ich bestimmt mehr verstehen darüber, warum, warum sie die ist, die mich jetzt ausfragt. Ja, oder? Ich bin eigentlich in gerade so einer Monarch, also in der Echtzeit, in der jetzt halt gerade irgendwie von Monarch gefangen genommen worden und sie fragt mich aus, aber das klang, das wirkte nicht so. Ach, was weiß ich, ey. Was weiß ich, wir spielen nochmal weiter und gucken. Nicht hier Theorien aufspinnen, sondern erstmal spielen und dann nachdenken. Mache ich immer lieber. So. Aha. Ach, guck mal, hier geht's wieder. Weird. Alright. Alright. Ja, ich kann tatsächlich, ups. Mir jetzt was Schönes kaufen. Ich finde ja eigentlich echt das Wuschen ganz geil, ne? Ich glaube, das würde ich mir holen. Das dann vielleicht als nächstes. Hui. Vielleicht gibt es auch ein Achievement, wenn ich eins hier Maximum Level. Keine Ahnung. Hui. War jetzt gefühlt nicht länger, aber naja. Mal gucken. Alter, was schreiben die denn hier so viel? Manuel Poretta. Poretta. Biologisches Gutachten. Ja, keine Ahnung. Das steht einfach drin. La 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 la. Könnte gefährlich sein oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch alles nicht. Mann, 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 Mann. War ein bisschen zu viel Text heute hier auf jeden Fall. Diese ganz langen Nachrichten, die da habe ich echt keinen Nerv zu, die zu lesen. Okay, das geht noch. Was geht da mit dem? Also ich habe mir Amy Farrow genauer angesehen. Nichts wirklich Überraschendes dabei. Gute Noten, keine Studienkredite, kein Daddy, denn Daddy hat ordentlich Kohle. Beliebt, das klassische Ich bin besser als ihr, weil ich so warmherzig bin Paket. Und studiert nichts, was in einer Welt, in der man für seinen Lebensunterhalt arbeiten muss, auch nur annähernd nützlich wäre. Sie hat voll auf den Aktivisten-Lebensstil ab. Protestiert immer gegen irgendwas und rettet jeden Wal, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und die Bäume umarmt sie dann auch noch. Gähn. Sie unterzeichnet 2 Petitionen pro Woche und verbreitet in etwa ihr halbes Leben damit... Bringt etwa ihr halbes Leben damit, ihre Nase in die Angelegenheiten anderer Leute zu stecken. Ehre, wem Ehre gebührt. Sie ist ziemlich gut darin. Außerdem hat sie eine Menge Freunde, die sich für denselben Kram interessieren. Und sie scheint ziemlich gut darin zu sein, sie zu koordinieren. Macht sie quasi perfekt für unsere Zwecke. Denn wenn wir sie dazu bringt, dass sie sagt, was wir wollen, gibt es eine Menge Leute, die auf sie hören werden. Sie hat weder einen Freund noch eine Freundin. Keine Ahnung, welche Richtung sie da bevorzugt. Warum gibt es das im Internet nicht an? Weiß sie nicht, dass es dazu da ist? Eine Familie ist recht groß und sie scheint ein Familienmensch zu sein. Wenn wir also ein Druckmittel brauchen, das ist die richtige Adresse. Ihr solltet aber dafür sorgen, dass sie auf unserer Seite bleibt. Wie ich bereits erwähnte, sie ist bei ihren Leuten recht beliebt und wenn sie den Verdacht bekommen, dass sie reingelegt wurde, könnte sie ganz schön für Ärger sorgen. Ihr wisst ja, wie diese sentimentalen Neo-Hippie-Hipster sind. Sie laufen immer gegen irgendwas Sturm. Heilige Scheiße, bin ich froh, dass ich nicht mehr aufs College gehe. Okay, war jetzt wirklich keine wichtige Nachricht, aber hey. Oha. Okay, liegen viele Waffen. Das macht mir um ehrlich zu sein ein bisschen Angst. Das bedeutet, ich wird hier richtig rumgeknallt, aber mal gucken. Das wird wahrscheinlich Cutscene, weil wir haben ja alle Handlungsobjekte. Das heißt, das Kapitel wird gleich zu Ende sein. Also der Abschnitt zumindest. Thank you.
Gotta move. Come on! Ja. Nicht Rettung in letzter Sekunde. Danke, Zeit. Hm. Was ist da oben? Warte, okay. Focus, Jack. Focus. Okay, got that. Schnell, bevor alles stirbt. Bada bada bum. Boah. Das ist der Weg wieder zu, würde ich sagen. Oh Jesus. Schnell, schnell, schnell. Gott. Das hätte mich bestimmt elegant zerquetschen können. He's shifting. Back and forth without warning. At the time I didn't think it'd get much worse. But we both know it did. There is Ogawa, ja. Oh ja. Uiuiui, ich will mich hier aber umgucken. Aua! Oh, irgendwas hab ich getroffen. Das sieht sehr witzig aus. Hm. X markiert die Stelle. Oh, oh, oh. Oh. Need to get the hell out of here. Oh, hier ist wieder so ein Objekt der Begierde. Ich möchte es gerne haben. Warte, ich verstehe. Dahin, rüber. Danke, boah, ist das am Rumruppeln, die ganze Scheiße hier. Das ist zumindest in der OBS-Vorschau wird. Ich weiß nicht, wie es in der endlichen Aufnahme wirklich ist. Ich glaube, das liegt aber auch einfach an dem Spiel zum Teil. Keine Ahnung, ich habe ja neulich Vampire the Masquerade gespielt, ein deutlich neueres Spiel, und das hat nicht rumgeruckelt. Also ich glaube, das Spiel ist einfach so ein bisschen aufnahmeinkompatibel. Gibt's halt manchmal einfach. Muss ja jetzt mit leben. Tut mir leid. Ich habe ja auch die Grafik schon testweise mal richtig runtergestellt und selbst da ist rumgeruckelt. Also. Also irgendwas kommt das Spiel nicht klar. Irgendwelche Inkompatibilitäten. Ja, kein Nerv, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Ich spiele einfach. Okay, keep going. Jetzt lasse ich das wahrscheinlich behind, das Ding. Oh no. Das ist wieder so eine Zeit-Dullies. Okay, here we go. Daneben. Ui! Eine missliche Lage hier mal wieder. Wenn man keine Muni mehr hat. Hier ist immer noch weg. Ich hab ja keinen Kopf mehr. Sah es mir gerade aus. Oh, für Gott. Beth had been on her way to meet me. I expected she was frozen somewhere up there, by the side of the dry dock. Spannend, 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 was das anbelangt. Okay. Weiter. Einfach weiter. Wobei, ich guck mal kurz, ob ich vielleicht von hier jetzt irgendwie das Ding bekomme.
jetzt hier vielleicht irgendwo herum existiert, aber das sieht nicht danach aus. Wobei... Nee, das war... Okay. Da wurde ich platt gedrückt. Nee, dann ist es hier leider. Dann ist es leider verloren. Dann tut mir dann ein bisschen leid. Auch nur ein bisschen. Okay. Wo geht's denn weiter? Ist die Frage aller Fragen. Ach, da ist eine Leiter. Schön. Ich mag Leitern. Leiterwagen. Hui. Gameplay. Guck mal, ich muss sogar wirklich... Okay. Mich bewegen. What if I don't trust you? Then shoot me. Look, I'm sorry, but I'm taking the van. That's for not listening to me back there. Ow. You want to stop time from breaking down? You need my help. And thanks, by the way, for the plus one in the back seat. I'm starting to feel like a goddamn babysitter. Babysitter? Are you kidding me? I got good intel off that computer. Bitch. Ich hätte gedacht, dass es jetzt schon vorbei ist hier, aber es geht wohl noch weiter mit dem Kapitel. Schön. Schön, 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 schön. Oder so. Aber die Folge ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Ich werde nochmal gucken, ob wir jetzt eine kleine Öffnungskatzin hier bekommen. Der Livestream dauert gerade ganz schön lange. Mein PC ist ein Biest. Komm schon. Was ist da los? Ah. What led you to the swimming hall? Will said there was something important in his briefcase. All I found was a key with Bradbury Swimming Hall on the chain. Only lead we had. I guess this is it. This building's been shut down for years. Perfect place to hide something you don't want found. I think it's time you tell me what you know. I know your brother built the one thing that can stop the fracture. I know we're meant to find it, and I know Monarch doesn't want us to. And yet you're wearing their uniform. I like the way their pants fit. Yeah? I bet you like the paycheck, too. Tried to create a cover to gather information. You've known about this for a few hours. I've been preparing for it for most of my life. You weren't aware that William owned the place? There's a lot I didn't know about Will. We need to find your brother's countermeasure. And fast. Things will get worse as the fracture progresses. And Monarch will be turning Riverport over looking for you. Gut, aber ich würde sagen, wir gehen beim nächsten Mal in den Bradbury Swimming Pool. Ja. Mein Gott, ist das ein Ruck. Ich muss mir gleich mal die Aufnahme angucken und vielleicht doch nochmal ein bisschen optimieren. Das ist ja furchtbar heute. Ja, ich komme gleich, Frau. Aber erstmal beende ich die Folge. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.